Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Bevor ich das Ganze hier auspacke, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, das Ganze hier ist kein Product Placement, ja. Ich werde nicht von der Firma bezahlt oder sonstiges. Ich kaufe mir selber teilweise solche Boxen. Diese Box zum Beispiel habe ich wieder zugeschickt bekommen, nachdem ich persönlich angefragt hatte. Also wie gesagt, spart euch diese Kommentare wie dein Kanal wird zur Werbefläche für was weiß ich, denn das Ganze machen 100 andere YouTuber auch und wieso sollte ich das nicht machen, wenn ich hinter der ganzen Sache stehe und ich das selber ziemlich cool finde. Egal. Auf jeden Fall werde ich das jetzt erstmal hier schön auspacken. Ich habe jetzt mal das Setting so ein bisschen umgestellt von der Kamera und deswegen hoffe ich einfach mal, dass es jetzt so ein bisschen besser ist, weil ihr gesagt habt, ihr möchtet gerne auch selber sehen, was in dieser Kiste sich so befindet. So, wir öffnen erstmal hier die Box und das erste, was wir sehen, ist ein schwarzes T-Shirt. Okay. Das sieht man jetzt leider nicht so gut. Ich werde am Ende nochmal all die Produkte abfilmen und diese dann nebenan schneiden. Das heißt, ihr müsstet das jetzt schön sehen. Und zwar ist das hier ein Crude. Hier ist ja Crude und Rocket. Raccoon oben von Guardians of the Galaxy. Finde ich wirklich mega, mega cool. Und ja, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Dann haben wir hier ein, das kann ich hier auch zeigen, ein Titanfall-Armband. Ja, ein Titanfall-Armband. Ich muss sagen, Titanfall habe ich eigentlich nie gespielt. Aber vielleicht werde ich es irgendwann mal spielen. Auf jeden Fall. Ja, ein Titanfall-Armband. Armband halt. So, gut. Dann machen wir mal weiter, würde ich sagen, mit dem hier. I am Crewed. Und darunter steht... was steht da oben? Egal. Da steht auf jeden Fall auch irgendwas oben. Ist auf jeden Fall alles von Guardians of the Galaxy. Finde ich mega cool. Vor allem glaube ich, dass sich mein kleiner Bruder darüber sehr freut, weil der diesen Film liebt und der bekommt die dann auf jeden Fall. Also, dann machen wir gleich mal weiter. Und zwar haben wir hier ein Alien Egg. Ihr seht hier ein Alien Egg, aber es fokussiert leider diesmal wieder nicht. So, hier müsste man es ganz gut sehen können. Auf jeden Fall ist das hier so ein Alien Egg. Und ich werde auf jeden Fall mal in den nächsten Videos essen. Jetzt gar nicht, weil ich Zähne geputzt habe und dann schmecken die sicher richtig ekelhaft. Deswegen werde ich mir die jetzt mal hier auf die Seite legen. So. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum letzten Teil der ganzen Box. Das ist ziemlich groß. Dazu packe ich das Ganze jetzt hier mal weg. Und werde das Ganze jetzt so auspacken hier. Was ich jetzt noch fast vergessen hätte, weil das ganz unten in der Box war. Und zwar haben wir dann hier noch eine Star Trek Postkarte. Die ganze hier sieht so aus. Und dann haben wir hier von Star Trek, natürlich, wer kennt's, den Aufnäher quasi. Und ja, hier noch die Information. Solltest du einen Loot verpasst haben, zum Beispiel dieses Monat, dann kannst du das online einfach nachbestellen. Und ja, boom. Das Ganze ist, so wie es aussieht, eine Wandleuchte. Da steht Autobot Light. Ich glaube, das ist eine Wandleuchte und ich würde sagen, ich packe das Ganze jetzt einfach mal aus. Ah, okay. Ja, die sieht... Die sieht ehrlich gesagt richtig cool aus. Ich mach die Verpackung hier auch mal weg. Also die ganze Wandleuchte sieht jetzt so aus. Ich würde einfach mal sagen, wir stecken die gleich mal an, weil ich echt mal sehen möchte, wie die so aussieht, wenn die leuchtet. So, das Ganze habe ich jetzt erstmal angeschlossen. Und jetzt mache ich hier mal ganz kurz meine Softbox aus. So, die Softbox ist jetzt aus. Jetzt werde ich das ganze Ding hinten mal anschalten. Und... Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ist wie gesagt eine Wandleuchte. Ich liebe Transformers. Von dem her finde ich die Wandleuchte wirklich mega, mega cool. Hätte nicht gedacht, dass es so was Nices überhaupt in dieser Box hier gibt. Auf jeden Fall möchte ich mich damit jetzt bei euch verabschieden. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder. So Leute, das sind wir wieder. Und ja, wie gesagt, das war's von diesem Glide-Unboxing wieder. Wie gesagt... wenn euch selbst die Box interessiert, dann guckt auf jeden Fall mal bei
der lieben Loot Rider Seite vorbei. Dort könnt ihr euch diese bestellen. Und ich muss sagen, mein Highlight der Box ist auf jeden Fall dieses leuchtende, das leuchtende Transformers Logo. Finde ich wirklich mega, mega cool. Und ihr könnt mir schreiben, welches Ding euch am besten gefallen hat. Dann weiß ich auch mal, was euch so gefällt. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr Lust habt. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.